Hallo, mein Name ist Andrew Winston Lennon und ich habe euch ein paar Worte zu mitzuteilen und möchte euch generell aus meinem Gewissen das auch euch erklären, was mich in dem Sinn in der heutigen Zeit sehr beschäftigt und viele Leute in dieser Generation fremdgesteuert sind und es auch nicht mehr begreifen und verstehen werden. Es gibt Situationen, wo einfach den Menschen generell nicht mehr geholfen werden kann, weil eine Gesellschaft so zerstört wurde und auch allgemein diese Menschen keinen Glauben mehr in einen anderen setzen können. Und man lebt heute in einer Situation und in einer Generation, wo nur noch generell sich selbst stark gemacht wird. Insofern, dass die Leute nur noch von sich selbst Halt geben darf und Gehalt geben wird. Und weil einfach das Vertrauen so dermaßen zerrüttelt und so zerschlagen in dieser Gesellschaft ist. Und heute werde ich ein Video drehen und werde euch einmal erklären, warum es eigentlich so zustande gekommen ist. Erstens einmal liegt es nicht allgemein daran, dass ja jeder Mensch da draußen schlecht ist oder perfekt ist oder in dem Sinn keine Macht besitzt oder in dem Sinn keine Liebe besitzt, keine Gerechtigkeit besitzt oder generell in dem Sinn für unwichtig gehalten werden muss. Das liegt nicht daran. Es liegt einfach daran, dass wir Bürger allgemein von der politischen Lage manipuliert und manifestiert werden. Wir werden generell von Politikern gelenkt, ob wir es einsehen wollen oder nicht. Es ist Fakt, weil wir müssen sich generell für den Politiker sich einsetzen. Wir müssen generell diese Machtspielchen auch ausleben. Wir müssen auch generell sich untertanen. Und das sind Fakten. Und wenn man quasi generell eine andere Meinung oder andere Kriterien vertretet, dann ist man gleich schlecht. Es ist einfach ein politisches Instrument, was man verwenden kann, um Zerstreuung in der Gesellschaft und in dem bürgerlichen Leben generell zu voranschreiten zu können. Und das sind Fakten. Und ich bin jetzt 36 Jahre und ich habe die Gesellschaft und die Menschen allgemein ihr verstörtes Verhalten endgültig satt. Und deshalb werde ich auch ganz offen und ehrlich jetzt auch darüber sprechen. Weil irgendwann gibt es auch mal die Situation, wo es nicht mehr generell tolerierbar ist. Und man muss auch generell mal einsehen, dass diese Situation einfach nicht mehr akzeptabel ist. Und es ist auch nicht akzeptabel, von einem Bürger zu anerkennen zu lassen, dass wir uns generell sich verändern müssen. In der Generation sich anebnen sollten. Wenn man einen Charakter besitzt, dann ebnet es sich nicht in dem Sinn an, sondern man passt sich auch nicht in dem Sinn an, sondern man lebt sein Leben weiter. Das ist Charakter. Das ist Disziplin. Und das verstehen heutzutage viele Menschen nicht mehr, weil sie alle in dieser Generation nur noch auf einer Ebene sie schweben, mit einer Welle generell gleichgeschaltet werden. Und so hat auch der Politiker generell den Bürger vertreten wollen. Und das sieht man in allen Ecken und Kanten. Und das ist unakzeptabel. Und warum ich heute dieses Video generell von mir jetzt mal erkläre und warum ich dieses Video jetzt auch mache, hat generell mehrere Funktionen und mehrere Punkte, die ihr alle mal in dieser Welt auch unter anderem beachten solltet. So, warum ist eigentlich generell diese Gesellschaft so zerspalten? Warum generell hat keiner mehr die Fähigkeit, seinen Mund aufzumachen und auch mal seine Meinung zu vertreten? Warum? Warum schaut jeder weg und tut generell nur sich untertanen? Fühlt ihr euch nicht stark genug?
habt ihr kein Selbstbewusstsein? Seid ihr nicht kritikfähig? Seid ihr generell nicht fähig, eine Situation zu verändern? Schließlich, in euer vier Wänden könnt ihr es ja in dem Sinn auch. Warum nicht in der Außenwelt? Und warum müsst ihr über andere Menschen herziehen? Die wollen es natürlich auch vertreten, die wollen es auch tun. Die wollen auch generell die Sachlage klarstellen und die auch generell das auch endlich den Menschen auch erklären möchte. Aber es wird einfach nicht verstanden. Wo liegt eigentlich in dieser Gesellschaft das Problem? Das fragt sich doch schon in der Generation schon jeder. Ich habe es erkannt. Ich weiß, wo das Dilemma einer Gesellschaft liegt. Weil ich ein Menschenkenntnis generell weit überlegen bin von euch allen da draußen. Und hier kommt die Aufklärung. Hallo, mein Name ist Henry Winston Lennon und heute möchte ich euch ein paar Details mitgeben und erklären, warum ich generell den Menschen gegenüber behaupte, dass ich derjenige bin, der wo die Menschheit verstanden hat und der wo auch generell euch weit überlegen ist. Und warum ich generell sehen kann, wo eigentlich der Fehler einer Gesellschaft liegt. Wo wir eigentlich anpacken müssen. Wir suchen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft Fehlerpunkte auf den falschen Ansatzpunkten. Und immer wieder kann man erkennen, dass in einer Gesellschaft vieles aus dem Ruder läuft, dass man generell sehr viele schlimme Dinge sehen kann. Verbrechen, Morde, Sexualmord, Meinungen, die generell verbieten werden, Kritikpunkte, die wo nicht verstanden werden. Es wird eine Generation so dermaßen zerstört, weil sie sich selbst alle da draußen für wichtig halten. Und weil sie alle da draußen nur um einen Punkt sich beschäftigen. Aus anderen Menschen generell Erfolg zu ergänzen zu können. Was meine ich damit? Wenn ein Mensch endlich aufsteht und seine Meinung vertritt, haben viele in dieser Gesellschaft nichts Besseres zu tun, andere Meinungen zu etablieren und andere Meinung zu zerstören. Man könnte sagen, das habt ihr vom politischen System abgekupfert. Weil ihr erkannt habt in dieser Gesellschaft, ihr Bürger, weil ihr erkannt habt, wie man Menschen generell auseinandernimmt. Das sind Machtsprüche aus dem politischen System. Und ihr habt auch erkannt, wie man generell Macht generell in dem Sinn weiter exportiert. Und das ist einfach unakzeptabel. Und wenn das generell Gerechtigkeit ist, wenn das Disziplin ist, wenn das ein Verhalten in dieser heutigen Zeit ist, von, ja, sagen wir mal, von einer ordentlichen Einstellung, dann frage ich mich echt, wo in eurem Kopf seid ihr wirklich in gewisser Situation gelandet? Seid ihr vielleicht zu weit abgehoben von dieser Gesellschaftsschiene? Liegt es daran, weil ihr selber in dem Sinn jeden Moment in einem Leben durch das Gesellschaftsnachlauf ihr deshalb kein Selbstbewusstsein auch in dem Sinn habt? Und liegt es auch daran, dass ihr durch dieses Gesellschaftsabkommen generell immer damit benutzen müsst, andere Menschen runterzuziehen, dass ihr besser dasteht, dass ihr Macht generell in euren Reihen auch haben könnt? Denn wo sind eure Interessen
wenn da draußen Menschen misshandelt werden? Wo ist euer Interesse, wenn generell Menschen vergewaltigt werden? Wo ist euer Interesse, wenn Menschen generell umgebracht werden? Wo sind eure Interessen, wenn generell Schüler gemobbt werden? Wo sind eure Interessen, wenn Menschen generell untereinander gemobbt werden? Wo sind eure Interessen? Eure Interessen sind nur andere Menschen, die wo quasi die Wahrheiten aussprechen. Und auch generell ein Mensch helfen will und die Gerechtigkeit hochleben will. Ihr müsst da draußen diese Menschen zerstören. Und das nennt ihr, dass die generell Psychopathen sind. Und das nennt ihr, dass die nicht anerkannt werden darf. Weil ihr verstellt euch, weil ihr Angst habt, weil ihr Macht besitzen wollt. Und das ist Fakt. Und da sollte jeder Bürger mal sich fragen, ob der wirklich einen Charakter besitzt oder nicht. Ich habe schon mal gesagt, wir müssen sehr viele Dinge gefallen lassen. Aber wir dürfen nicht alles gefallen lassen. Und mittlerweile hat es sehr viele Bürger in dem Sinn wieder das vergessen, was in Corona-Zeit war. Aber ich spreche jetzt nicht generell nur wegen Corona-Zeit an. Allgemein. Was auch das politische Werk generell in dem Sinn den Menschen angetan hat. Dass man quasi heutzutage Kriege führt und generell in dem Sinn die Bürger unter anderem ja, darunter leiden lässt. Das nennt ihr da draußen heutzutage Gerechtigkeit, dass viele Menschen einen teuren Strom zahlen müssen, dass sie in dem Sinn mehr generell für Lebensmittel zahlen müssen, dass generell die Kinder heutzutage fast keine Zukunft mehr haben. Das nennt ihr da draußen Gerechtigkeit. Ja, wenn das keine Gerechtigkeit ist, dann steht's halt endlich auf. Weil ich habe euch schon mal klar gemacht, wenn wir alle in dieser Generation, mal ausgenommen von den Kindern, weil von denen kann man das nicht erwarten, aber von den erwachsenen Menschen kann man das erwarten, wenn ihr alle Bürger von den erwachsenen Menschen nach Berlin raufgehen würden, kann diese politische Machtzentrum zerstört werden. Warum? Weil sie keine Macht mehr haben. Wir sind diejenigen, die generell gewählt haben. Ausgenommen ich habe generell diese Politiker nicht gewählt, aber ihr wisst, was ich eigentlich damit sagen will. Die Bürger haben dieses politische Instrument gewählt. Die Bürger haben auch dieses Recht, in gewissen Maßen dagegen anzukämpfen, wenn es um Lebensqualität geht. Und das ist nicht tolerierbar. Und Gerechtigkeit sieht anders da aus. Und das hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Ich will in dieser Welt, dass wir alle das Recht haben zu leben und das Recht haben, sich was zu gönnen. Und das ist in der heutigen Situation nicht mehr der Fall. Aber man applaudiert in dem Sinn weiterhin, dass wir aus Sanktionsgründen einen Krieg weiterfinanzieren. Das ist die traurige Wahrheit. Und ihr Bürger unterstützt es. Jeden Tag. Weil ihr generell nichts macht. Und ihr tut rein gar nichts für eure Zukunft. Ihr wollt
dass generell die Leute aus dem Altersheim wieder ein Leben haben. Ihr wollt, dass eure Kinder eine Zukunft haben. Ihr wollt, dass ihr selbst eine Zukunft habt. Da müsst ihr auch was dafür tun. Ihr müsst auch was dafür tun. Und ich meine nicht generell Tag für Tag in die Arbeit zu gehen, sondern jetzt mal konsequent darüber Gedanken machen und jetzt mal den Menschen was klar machen zu wollen und auch untereinander klar machen wollen, wie soll es weitergehen. Und so darf es nicht mehr weitergehen. Wir müssen verändern. Und verändern kann man nur, wenn man gegen diese politische Lage auch seinen Mund aufmacht und sagt, es reicht. Carsten Stahl macht das natürlich sehr, sehr gut. Ich bevorzuge in sehr vielen Situationen seine Aussagen. Und ich bin generell auch gegen Mobbing, aber ich bin auch gegen Unterwerfungen und ich bin auch gegen Krieg. Ich bin ein Bürgerrechtler. Ich vertrete das Gesetz nach meinen eigenen Vorstellungen. Weil ich derjenige bin, der aus gutem Herzen auch sagen kann, aus guten Dingen auch generell eine Gerechtigkeit hervorheben kann. Ich kann sagen, was gerecht ist und was wirklich in dieser Welt ungerecht ist. Ich habe die Macht, das zu unterscheiden, dass die Waage nicht auf eine Ebene hebt und auch nicht auf die andere Ebene hebt, sondern eine Gerechtigkeit muss Waage sein. Und wenn wir eine Gerechtigkeit in dieser Welt haben, dann haben wir eine Gleichschaltung. Und eine Gleichschaltung ist tausendmal besser, als eine Hand auf die rechte Seite zu lenken und auf eine Hand auf die linke Seite zu erheben. Und das ist es, was in dieser Gesellschaft auch immer wieder gemacht wird. Wenn einer den Mund aufmacht und eine andere Meinung vertritt, ist er rechts. Oder auch links. Und das ist die traurige Wahrheit. Man versucht, eine Gesellschaft aus Meinungszitaten oder generell aus Meinungen zu demontieren. Man versucht, Menschen generell als charakterliche Form abzustempeln. Man versucht, aus solchen Meinungen Charakter zu unterwerfen. Und wenn das nicht bald aufhört, dann weiß der Mensch sowieso bald nicht mehr, was Charakter ist und was Anstand ist und was ist Disziplin. Ich habe heute natürlich nicht das beste Wetter ausgesucht, wie ihr auch sehen könnt, aber das ist mir egal, weil die Welt ist da draußen auch nicht gerade besser und die Menschen erst recht nicht. Und deshalb muss auch mal auch so ein Tag auch kommen, wo ich so ein Donnerwetter-Video mache, da dass euch die Ohren raushängen. Ich möchte euch auch mal erklären, warum ich der Ansicht jetzt auch bin und ich habe auch wirklich darüber Gedanken gemacht, warum eine Gesellschaft auch unter anderem noch zerstört wird. Das habe ich aber auch schon oft erklärt. Durch soziale Netzwerke. Weil jeder Mensch in dem Sinn erreichbar ist. Weil jeder Mensch generell untereinander, wenn kleine Dinge passieren, wegwerfen würden. Man wird einfach weggeworfen. Man versucht Menschen generell nicht mehr im Herzen zu schließen. Man sagt natürlich in der heutigen Zeit, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Aber meint es auch wirklich einer ernst? Das sollte sich mal wirklich wortwörtlich einer fragen.
Wenn es jemand ernst meinen würde, dann würde auch keiner in dieser Gesellschaft einen austauschen. So schaut es nämlich aus. Ihr da draußen, ihr vertretet keinen Charakter. Ihr vertretet nur euer Macht und euer Habgier. Und spielt dieses Liebe dich als psychologisches Spiel aus, dass ihr quasi hinschleimt, dass ihr die Bestätigung bekommt. Das ist euer Ich liebe dich. Das muss in dieser Generation heute auch mal gesagt werden! Warum bin ich jetzt laut geworden? Weil ich gelernt habe, diesen Pöbel nur Macht in dem Sinn verleihen kann, wenn dem Menschen klar gemacht wird, dass mit Handdeutungen und mit lauten Worten für den Aufschrei endlich mal was in euren Köpfen verändern muss. Und das kann nur verändert werden, wenn man es euch jetzt in Gewissen rät. Martin Luther King hat das auch gemacht. In gewisser Situation. Aber nicht bei allen Situationen. Und ich mache das auch nicht bei jeder Situation. John F. Kennedy hat das natürlich nicht gemacht. Merke nix. Der auf jeden Fall. Er hat sehr viel und sehr oft darüber auch gesprochen, dass diese Gefahr auch irgendwann kommen würde. Und ich bin ein Riesenanhänger von Bobby Kennedy. Und wie ihr wisst von John Lennon, für mich ist Gerechtigkeit Peace and Love. Und Peace and Love, wenn man das auch wirklich von ganzem Herzen auch spürt und das auch versteht, dann versteht er auch die gerechte Lage. Dann versteht er auch generell, was wirklich in dieser Menschheit wirklich sozial gerecht ist und sozial ungerecht ist. Und viele Menschen meinen, weil ich auch schon oft auch dieses Video gesehen habe, viele Menschen meinen, die Leute, die wo quasi aufschreien von Gerechtigkeit, sind genau diese Menschen, die wo quasi in dem Sinn genauso ungerecht, als ungerechter Mensch vertreten. Diese Aussage muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt solche Menschen, aber definitiv liegt das nicht bei mir. Und ich kann das auch generell erklären. Warum? Weil ich niemals irgendwas behauptet habe und niemals in der Menschheit generell was behaupten würde, was in dem Sinn gelogen ist. Ich bin ja kein Psychopath und kein schlechter Mensch und kein Unmensch. Und ich möchte auch nicht generell, dass ich jetzt in dem Sinn in der Gesellschaft und auch in Deutschland in dem Sinn aus meinen Reden anerkannt werde, will ich das damit überhaupt nicht erreichen. Das wurde in all den Jahren missverstanden. Und es wurde auch missverstanden, weil ihr da draußen alle in dem Sinn alles unter einen Teppich kehrt. Ja, ich habe gerade gesagt, ja, es gibt Menschen. Es gibt Menschen, die aus solchen Dingen versuchen würden, sich wichtig zu machen. Diese Menschen gibt's. Aber es gibt auch gerechte Menschen, die wo noch einen Verstand am Herzen haben und am Hirn. Wenn ich einen Menschen aus meinem Leben geworfen habe,
Beispiel. Wenn ich einen Menschen aus meinem Leben geworfen habe, hat jetzt folgende Punkte generell gehabt. Ich werfe einen Menschen aus dem Leben, weil sie aus der Konsequenz lernen müssen, dass man einen Menschen nicht so behandelt, so wie man es mit mir gemacht hat. Und da meine ich zum Beispiel, dass man den Menschen als geheime Freundschaft sich aufbaut, weil man sich in der Gesellschaft in dem Sinn Angst haben muss, dass man mit diesen Menschen befreundet ist. Verstelltes Wesen seid ihr da draußen. Und das ist erbärmlich. Ich habe mich nie verstellt. Ich habe das auch nie nötig gehabt. Ich muss mich einer verstellen. Warum? Warum muss ich mich nicht verstellen? Weil ich gerecht bin und weil ich noch einen Charakter habe und ich auch noch einen Charakter vertrete. Und ich muss nicht diesen Menschen nachlaufen oder diesen Menschen nachlaufen oder diesen Menschen nachlaufen. Weil das ist nicht gerecht. Gerecht ist, nach seinen eigenen Herzen zu beurteilen, ob ich den mag oder nicht mag. Das ist gerecht. Aber kommen wir jetzt mal zu diesem springenden Punkt, wo ich heute auch ansprechen würde. Eine Frau hat seit Jahrhunderten oder Tausenden von Jahren natürlich sich ungerecht gefühlt hat. Was ich auch wirklich gerechterweise auch vertrete. Aber mittlerweile, in dieser neuen Gesellschaft, kann ich auch wirklich auch sagen, dass die Frauen über den Männern heutzutage die Oberhand haben. Und immer mehr die Oberhand bekommen werden. Da sieht man generell von gesetzlicher Lage, die immer mehr für das Gesellschaftsleben einer Frau immer mehr in ihren Händen gerückt wird. Der Mann verliert immer mehr in dieser Generation den Wert. Und wer jetzt darüber lacht, der wird es noch früh merken, dass ich recht habe. Was meine ich jetzt damit? Was meine ich jetzt damit, dass generell Frau oder die Frauenwelt schuld sind, dass eine Gesellschaft immer mehr zerstört wird? Es liegt nicht nur an die ganzen gesetzlichen Lagen von Veränderungen, von der Aussprache, weil die Frauen benachteiligt fühlen, sondern Frauen kriegen immer mehr einen Wert und werden auch von Männern und Frauen immer mehr anerkannt, weil sie sich mehr und mehr etablieren. Eine Frau sucht in der heutigen Generation einen Mann aus und nicht der Mann. Und wer das nicht kapiert, der sollte lieber die Fresse halten und der sollte auch wirklich nochmal die Welt da draußen genauer betrachten, bevor er seinen Mund aufmacht. Ich bin da nicht in der Meinung,
dass es gerecht ist. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich fand es auch nicht gerecht, dass 1000 Jahren, wirklich tausende von Jahren, Frauen unterdrückt worden sind. Fand ich auch nicht in Ordnung. Dass sie hinterm Herd gehört haben, dass sie quasi nur den Haushalt machen müssten. Fand ich auch nicht in Ordnung. Will ich auch generell euch klar machen, dass wieder einer meint, ach, das ist so ein alter Depp, der war quasi in dem Sinn sowas sagen würde, ja, die Frauen gerne hinterm Herd oder so. So ein blödes Gelabere, damit braucht sie gar nicht daherkommen. Weil das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, Vollidioten. Sag ich jetzt auch kipp und klar im Voraus, weil ich eure menschlichen Gedanken alle in dem Sinn kenne. Ich kenne die Menschen. Ich verstehe die Menschen. Und ich verstehe die ganze Weltgeschichte. Und ich verstehe die ganze Weltsituation. Und ich verstehe auch das ganze Menschendasein. Weil ich revolutioniert habe. Weil ich generell die Menschen ihre Fehlerpunkte lesen kann. Und weil ich generell weiß, wie ihr tickt. Und ihr fragt euch generell, warum weiß ich sowas? Weil ich nie mit Menschen gelebt habe. Warum habe ich nicht mit Menschen gelebt? Was meine ich damit? Ja, ich meine damit, wenn ich mit jemandem was zum tun gehabt habe, mit den Menschen, da habe ich nichts anderes in dem Sinn gemacht, den Menschen zu helfen, zuzuhören. Und ich habe auch generell in dem Sinn nur mit den Menschen was zu tun gehabt, wenn sie Probleme gehabt haben. Das ist Fakt. Ich habe nicht mit euch gelebt. Ich habe mit keinem einzigen Menschen richtig gelebt. Weder in der Familie, weder in der Zukunft. Mit keinem Menschen habe ich richtig gelebt. Außer eine Person. Das war Sandra Strasser. Meine längste Beziehung. Mit dieser Person hatte ich generell ein Leben gehabt, wo ich wirklich sagen konnte, ich lebe. Bis zum gewissen Maße und bis zum gewissen Punkt. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem Punkt. Ich finde es auch nicht in Ordnung, wie die Situation in der heutigen Zeit ist. Und ihr findet es auch nicht in Ordnung. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Weil ich mache mir 24 Stunden lang Gedanken. Schaut's doch mal an. Warum gebe ich der Frauenwelt die Schuld? Immer mehr bekommt eine Frau auch unter anderem die Macht durch Influencerei. Durch Fotos, die quasi immer mehr der Frauen die Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Frau hat auch durch Make-up, durch Schminke, durch Anti-Sachen immer mehr revolutioniert. Eine Frau bestimmt auch generell vom Menschen her, was heutzutage angesagt ist. Eine Frau bestimmt auch die Redewendung, zum Beispiel gendern. Eine Frau bestimmt auch in der Politik größtenteils. Frau Baerbock. Eine Frau bestimmt auch generell, welcher Mensch einen Charakter besitzt. Ja,
schaut doch mal die Leute an. Frau bestimmt, wer einen Charakter besitzt. Und eine Frau schaut auf Geld, Reichtum, Macht und Sex. Und ihre Lebensqualitäten generell auszunutzen zu können. So schaut sie mich aus. Aber nicht nur allgemein sind Frauen schuld. Männer genauso. Aber dass Männer allgemein den Frauen nicht treu bleiben, liegt daran, weil der Mann erkannt hat in all den Jahren und in all die Jahrzehnten, sagen wir mal bis zu 2000er Jahren, in den 90er Jahren denke ich nicht, dass das Problem so schlimm war, aber 2000er Jahren, weil generell eine Frau einen Mann sehr oft austauscht hat. Und das hat immer wieder generell dem Mann so keine Festigung gebracht, dass sie quasi nicht mit jemandem richtig binden wollten. Somit hat auch generell ein Mann und eine Frau immer wieder in der Gesellschaft austauscht. Und Menschen werden generell immer nur austauscht, wenn sie nicht ihrer Meinung sind, wenn sie nicht ihrer Meinung vertreten, wenn sie kritikfähig sind. Und er redet von Liebe. Und da kann ich wirklich nur sagen, schämt ihr euch überhaupt noch? Schämt ihr euch generell vor eure Kinder? Vor eure Familie? Und dann stellt ihr mich als Psychopathen hier da. Ihr seid wirklich der letzte Stuss, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe in meinem Leben viel anhören dürfen. Ich war mal wirklich nicht selbstsicher und nicht selbstbewusst. Aber jetzt, weil ich gelernt habe, die Menschheit zu verstehen, bin ich selbstbewusster wie jeder Mensch da draußen, alle zusammen. Ich bin nicht eigensinnig. Ich will bloß euch was klar machen. Ich bin ja nicht eingebildet. Ich halte mich auch in dem Sinne nicht unbedingt als größten Menschen. Ich will euch was klar machen. Dass ihr einfach in dieser Gesellschaft ein Nichts seid. Und ihr generell alle immer wieder andere Menschen nachlauft. So schaut es nämlich aus. Und ist das Charakter? Weil ihr könnt ja nicht einmal die Probleme mit den Menschen lösen. Ihr müsst ja quasi um ihre eigene Achse drehen und müsst quasi wieder andere Menschen suchen. So schaut sie mich aus. Warte mal, versucht es jetzt auch mal, ob das was bringt. Vielleicht mal einmal in die andere Richtung dran. Vielleicht hilft das was. Nein, es bringt nichts. Meine Meinung bleibt immer die gleiche. Und man muss Kritik annehmen. Man muss Kritik würdig sein. Und nicht generell weglaufen wie ein Schoßhündchen. Und das ist das, was sie alle da draußen macht. Und dieser Gesellschaft werde ich definitiv meine Haare nicht mehr abschneiden. Über ein Jahr habe ich meine Haare wachsen lassen. Über ein Jahr. Und ich werde sie auch nicht mehr, solange ich lebe, runterschneiden lassen. Und ich werde auch generell in dieser Gesellschaft nie wieder einen Scheißdreck
für diese Gesellschaft tun, wenn es um Arbeiten geht. Ich unterstütze genauso wenig wie die Corona-Zeit, dass man Menschen in dem Sinn aus Verachtung, weil er nicht sich geimpft gehabt hat, versuche ich definitiv nicht, auch nicht den Menschen eine Achtung zu schenken, dass man quasi in die Arbeit geht. Werde ich definitiv nicht machen. Klar ist es auch mein Leben. Klar sollte das für mich wichtig sein. Aber wenn ihr mal genau überlegt, wir tun es nicht nur für uns, sondern für unser deutsches Land, für unsere Gesellschaft, rein theoretisch. Aber in dieser Gesellschaft werde ich keinen Handstrick mehr unterstützen. Definitiv nicht. So wahr mir Gott helfe. Man hat mir nichts gegeben, man hat sich auch nichts um mich geschissen. Man hat nur generell zugeschaut, wie ich generell Tag für Tag immer mehr von der Gesellschaft auseinandergenommen worden bin. Und das ist wirklich Fakt. Und es ärgert mich. Es ärgert mich so dermaßen, dass das niemand erkennen will oder erkennen wird. Es ärgert mich. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht, dass eine Gesellschaft immer mehr gegen die Wand gefahren wird. Und ich verstehe auch nicht, dass ihr das nicht sehen könnt. Ihr seid alle verantwortlich. Ihr seid wirklich wortwörtlich alle verantwortlich. Es muss nicht unbedingt. Es muss wirklich nicht unbedingt sein, dass eine Frau immer mehr die Oberhand kriegt. Und es muss auch nicht sein, dass ein soziales Netzwerk irgendwann verbannt wird. Das, weil der Mensch da draußen nicht damit umgehen kann. Das, weil man generell so viel mit Menschen zu tun hat, weil man quasi schneller auf andere Menschen zugreifen kann, um auszutauschen zu können. Ihr wollt alle ein perfektes Leben, ihr wollt ein Leben, lernt eure Einstellung und verändert mal eure Einstellung, weil das ist abstoßend. Das hat nichts mehr mit Charakter mehr zu tun. Und ich freue mich echt, dass wir alle in dem Sinn wegschauen, ist auch eine Schande und zählt auch nicht als Charakter. Ja, es heißt immer, ja, Andreas, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir bitte in dem Sinn verändern? Wenn ich das schon höre, ist ja kein Wunder, dass diese Gesellschaft gegen die Wand gefahren wird. Ihr habt alle generell die Macht, was zu verändern zu müssen und zu können und zu wollen. Ihr habt alle die Macht, aber ihr habt generell kein Interesse, weil euch in dem Sinn es scheißegal ist. Seid doch mal ehrlich, euch ist es doch scheißegal, wie die Situation ist. Weil ihr seid ja persönlich noch nicht so angegriffen. Ihr leidet ja noch nicht, dass ihr am Ende schon fast verhungert seid oder krepiert. So schaut es nämlich aus. Und das ist Egoismus, meine lieben Damen und Herren. Das hält nicht als Charakter. Wenn das Charakter ist, da lachen nicht nur die Hühner, sondern dann sage ich wirklich, da haben wir jetzt eine Rakete und schieße mir in die Welt raus, weil in der Welt möchte ich nicht mehr sein. Und sage dann von der Erde aus goodbye, Vollidioten.
Ich habe auch gehofft, dass wir eines Tages aus dieser Corona-Debatte die Sache verstehen würden. Eine Sache verstehen würden, dass der Politiker die Bürger Zerstreuung sucht und generell das auch braucht, um ihre Machtposition zu besetzen zu können. Und ihr unterstützt es. Ihr unterstützt es. Weil ihr einen Scheiß in dem Sinn machen das. Also habt ihr in dem Sinn aus gerechter Situation auch verdient, dass ihr auf die Fresse fliegt, alle miteinander. Ich hab keine Probleme. Das will ich euch auch klar machen. Ich hab keine Probleme gegen Frauen. Und ich mach das auch nicht, weil ich quasi in die ganze Zeit, in den 6 Jahren, keine Freundin gehabt habe. Nein! Sondern weil ich erkannt habe, warum ich keine Freundin kriege. Und das ist es leider die traurige Wahrheit. Weil, was ist dem wichtig? Was ist einer Frau wichtig? Natürlich, dass er gepflegt ist. Das spricht ja viel vom Charakter aus. Dass er schöne Kleidung hat, spricht ja viel vom Charakter aus. Dass er Uhren trägt, am besten mit Diamanten beschmückt, das spricht für den Charakter aus. Dass generell ein Auto besitzt, das spricht ja den Charakter aus. Dass er Arbeit hat, aber nicht bloß eine Arbeit, sondern auch noch einen gut verdienten Job bekommt, dass er euch mitfinanzieren kann. Das sagt den Charakter aus. Dass er eine schöne Wohnung hat, das spricht den Charakter aus des Menschen. Dass er sozusagen, ja, dass er vielleicht auch noch, sagen wir mal, dass er vielleicht auch noch in dem Sinn, ja, in der Gesellschaft gut angekommen dort und angesehen ist. Das spricht ja von Charakter aus. Oh Mann, ey. Ihr wisst wirklich nicht mehr, was Charakter ist. Und da braucht ihr da draußen auch nicht rumjammern, wenn ihr generell nicht erkannt werdet und anerkannt wird, dass ihr auch keine Liebe kriegt. Ihr habt alle da draußen verdient, was ihr auch bekommt. Und das sind Fakten. Das musste mal gesagt werden. Und jetzt tschüss.